Erstes Signal haben wir. Allererstes Signal für heute. Und hier haben wir, das ist eine Kappe für das deutsche Dienstfernglas. 6x30. Und das ist, hast du natürlich zwei Kappen, kommt vorne hoch auf die Optik. Das ist, wenn die Sonne scheint, sozusagen als ja, Sonnenglas. Sonnenglas. So, Mikey, was hast du? Uri. Ja, typisch. Bist du hier wieder auseinandergeknetet? Ups, mach noch mal her. Bin mir runtergeflogen. Tief unten drin. Ja. Habe ich auch schon gehabt. War ein rechteckiert. So wieder auseinander hier. Der Anhänger, der unten, was ich vorhin hatte, war der Anhänger davon bestimmt. Von der Uhr. Naja, das ist aber größer wie eine Taschenuhr, oder? Guck mal. Oder eine ziemlich große. Das war ja der Anhänger von hier. Naja. Wer weiß, was da dran war. Hier. So, des Weiteren haben wir hier wieder Uri. Ziffernblatt sogar. Ah, hier kommen noch Kleinteile zutage, Zahnräder. Ja, die werden sich auch auseinandergepflückt haben. Auf jeden Fall. Aber das scheint das gewesen zu sein. Vielleicht auseinandergebautes Silbergehäuse mitgenommen. Haben die Russen ja sehr gerne gemacht. Ja. So, der Mike hat was. Da gehen wir es mal hin. Oha. Puh. Das haben sie noch Büsche. Ach, das sieht schon so. Aber hier geht das ab schon, die Emaille. Schönes Ding. Frau Fink. Ja, Leute, wer das ist, genau. Was das ist, ich weiß es nicht. Wenn ihr da schlauer ist, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, super. Glückwunsch. So, der Moppi hat auch was. Das Wetter ist ja fürchterlich. Das Wetter ist richtig unter aller Sau. Die haben was mit irgendeiner Münze zu tun. Ein Zweier? Oh, was altet ist. Hier ist was altet auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was ziemlich altes, würde ich mal sagen. Gucken, ob wir was lesbar kriegen hier. Ein Adler drauf. Imperial. Da würde ich ja fast sagen, hier mit dem Adler, das ist das ein Franzose ist irgendwas. Na, das würde ja jetzt passen. Ist doch kein Silber, war da. Selbst das fängt jetzt schon an abzuplatzen. Das ist so Messing. Warte mal. Oh, das ist aber nun wirklich schwer zu lesen, ey. Ja, kick mal nachher nach. So. Ach, ein riesen Bucker. Darf ich rüberwischen? Boah, ist das Ding. Hier, Moppi, lest du mal. Boah, ich kann das nicht erkennen. Das ist der ganz große. Deutsches Reich, 1913. 5 Mark. Und hier haben wir drauf. Deutscher Kaiser, König von Preußen. Wilhelm. Geil. Das ist ein Ding. Das spiegelt so doll, man sieht es kommen. Muss ich mal so halten.
Eigentlich wäre es meine gewesen. Ich dachte, das wäre ein Splitter. Und ein Splitter, aber ich glaube, ja. Wunderbar. Schöne Ding. Super, Mikey. Glückwunsch. So, neben dieser fetten Münze ist nochmal ein dickes Signal. Jetzt eine 96er. Halt mal nochmal rüber. Ein Stück weg. Die kommt hier, wa? Oh, Mike, Alter. Noch nicht so dolle. Da ist er. Ja, die ist kleiner. Ja, die ist was kleiner. Das steht drauf. Deutscher Kaiser, wie verhoben, wie gesagt, meine Brille ist beschlagen, ich sehe nichts. Kannst du ja gleich mal selber lesen. Oh, Freunde, es hört nicht auf. Ah, ein Löffelchen. Löffelstiel. Nee, ganzer Löffel. Komfortlöffel, Kleider. Ja. Silber. Oh, jetzt haben wir es besser. Das ist ein Zeh drauf, oder? Und hinten ist eingraviert was. Nummer. Ja, die Nummer. Das kann ich nicht lesen. Ja, na super, Glückwunsch. Puh, wo ist ein Moppi? Wahrscheinlich hinterm Berg irgendwo. Ja Leute, es hat jetzt langsam wieder aufgehört zu regnen, zum Glück. Weil wie gesagt, die ersten paar Stunden, das war Hölle gewesen. Bin komplett durch, die Kamera ist auch nass, aber ich glaube, die Sony kann hier ein bisschen was ab in Sachen Feuchtigkeit. Hoffen wir mal. Gut, dann bis zum nächsten. So, weiter geht es im Text. Huch. Da haben wir hier. Du, das ist ein Koppelschloss ja, gewesen. Tatsache. Das war ein Koppelschloss. Oh, aber so was von. Oh nein! Hier war der Steg durch. Das ja, hat ein Russe gemacht. Das ist typisch. Hier. Ist das der ist ganz typisch und Feuer hat das auch noch gekriegt, wa? Schon erstmal. Sieht ja wie angeschmissen, wie verschmutzt. Ja, ja, also erstmal schon, wie du schon gesagt hast, erstmal schon kastriert und dann noch ins Feuer geschmissen. Also. Oh no. Man könnte sich mit viel Fantasie vorstellen, dass hier mal Flügel dran wären. Da wäre das Esser, aber das ist. Das ist einfach nur hier eine verschmolzene Kante. Das ist kein Flügel. Siehst ja, wie das auf Blasen geschlagen hat hier. Oh nee, ey. Also man kann sagen, man hat ein Koppelschloss. Das ist das schlechteste Koppelschloss aller Zeiten, was ich jemals hier gefunden habe. Und ja. Glatt gefahren, gut. Schon viele, viele gehabt, aber also kastriert und verschmolzen und platt gefahren und wahrscheinlich noch aufgeschissen. Durchgeschissen hier durch das Ding. Oder was anderes durchgesteckt. Gut, das wollen wir jetzt aber nicht sagen. Ja, naja. Schöner Mist. So, oh. Der Moppi hat auch wieder eine Kleinigkeit oder eine Größlichkeit. Gucken wir uns die Sache mal an. Das kann sie ja nur um eine Münze oder eine Medaille handeln. Ah, jetzt sehe ich sie. Siehst du sie? Hier. Ja. Kam gleich so rausgepurzelt. Oh, sieht ziemlich golden aus. Gülden. Warte mal, ich komm mal ran. Ja, jetzt sehe ich sie. Hier ist eine Öse dran. Also hier ist eine Öse, ist definitiv eine Medaille. Oder war eine Öse. War eine Öse, ja. Das Loch ist noch da. Oh, wen haben wir hier? Oh, ich sehe irgendwas Erster Weltkrieg oder so ja russisch. Das sehen wir gleich hinten drauf.
Nee, eiserne Kreuz drauf. Ja. Nimm mal, ich hol mal Spray raus. Ja, mach die mal kurz an. Das ist vom Ersten Krieg. Jo, okay. Tatsache. Eiserne Kreuz sieht man ja schon. Mal guck mal die Bürste raus. Machen wir mal erstmal nur. Nicht mal gleich mit der harten Säbe. Erstmal nur die Plasterborsten. Kommt schon was? Bisschen Spray nochmal. Ha? Kurz einwirken lassen. Und dann bürsten wir nochmal drüber. Ich würde sagen, für Gott und Vaterland, irgendwie so in der Richtung. 1914. Fürs Vaterland. Mhm. Fürs Vaterland. Immer zu Mike. Mike Moppi, ich möchte auch noch was Schönes finden. Ah, Feuerzeug. Ja. Schönes Ding. Hast du mal Spray aufgesprüht? Vielleicht ist irgendwas drauf, eine Gravur oder so. Jute vom Metalldetektor, events.de. Oh, die Flasche hat schon einen ganz schönen Knick, wa? So, über die Hose ziehen mal. Eine Struff. Einfach so ein Messingfeuerzeug. Oder? Ah, so. Doch. So Freunde, ist wieder angerichtet, wird jetzt mal Kartoffelsuppe. Hat der Mike gemacht mit schön lecker Gnocchis nach Omas traditionellen Rezept. Selbstverständlich. Mmm, lecker. Lasst es euch schmecken.